geht doch um Wirklichkeit. Da will ich jetzt mal widersprechen. Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht. Wie kann man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach? Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Willkommen zu Teil 2 des Podcasts mit Ulrich Pohlmann, dem Leiter der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums. Jetzt möchte ich mit Ihnen kurz über Schmoll, genannt Eisenwert, sprechen, den bekannten Kunsthistoriker Josef Adolf Schmoll, genannt Eisenwert. Er war kein Mitglied der GDL, bekam aber 1973 von ihr die David-Octavius-Hill-Medaille verliehen. Und er war sehr eng mit der GDL verbunden, und zwar maßgeblich über Otto Steinert. Die beiden waren Weggefährten, seit sie sich 1948 beim Lehrauftrag an der Kunstschule Saarbrücken kennengelernt hatten. Und Schmoll hat maßgeblich, ich sag's jetzt mal, Input zur Fotoform und der subjektiven Fotografie gegeben. Ab 1966 hatte er den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Technischen Universität München inne. Und sie haben bei ihm promoviert, also er war ihr Doktorvater. Welche Impulse haben Sie von ihm aufgenommen? Er hat sich ja für die bildkünstlerische Eigenständigkeit der Fotografie sehr stark gemacht. Ja, also ich habe Adolf Schmoll, genannt Eisenwert, gut gekannt, und wir waren auch das letzte Jahrzehnt oder man kann sogar sagen die letzten 15 Jahre seines Lebens gut befreundet. Es war so, dass er nicht der einzige Doktorvater war. Also ich hatte auch eine Doktormutter, Frau Professorin Antje Mitteldorf, Kosegarten in Göttingen. Aber Schmoll hat eben vor allen Dingen intensiv auch ja, mit mir immer wieder getroffen, und wir haben uns auch natürlich auch über das Thema der Doktorarbeit unterhalten. Er hat auch damals den Kontakt zu Elfried Gruber hergestellt. Adi Schmoll, wie er immer genannt wurde, hatte natürlich schon auch Einfluss auf mein Denken jetzt über Fotografie. Um es am besten zu sagen, ist es so, dass er mir vor allen Dingen dieses Thema der Wechselbeziehung zwischen den bildenden Künsten und der Fotografie näher gebracht hat. Das war ja auch ein Thema, mit dem er sich also auch schon noch mit Steinert beschäftigt hatte. Und wo dann eben die ersten Ausstellungen ja noch im Volkwang-Museum Essen realisiert worden sind, und was er dann eben auch in seiner hier im Münchner Stadtmuseum 1969-70 gezeigten Ausstellung, also von der Kamera Obscura bis zur Pop Art, wo er die Wechselbeziehung zwischen der Fotografie und Malerei am Beispiel von Leonardo bis Gerhard Richter untersucht hat. Das war eine Ausstellung, die damals für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und die natürlich sehr stark auch von diesem Gedanken geprägt war, dass die Maler jetzt sehr oft die Fotografie als Hilfsmittel verwendeten. Und das hat mich natürlich auch interessiert, wobei, und es ist auch ein Bereich, in dem ich immer wieder weiter geforscht habe und auch diverse Ausstellungen realisiert habe, also ob das jetzt die Adolf-Braun-Retrospektive war oder auch Ausstellungen wie Eine neue Kunst, eine andere Natur über das Verhältnis von Fotografie und Malerei im 19. Jahrhundert in der Hypokunsthalle und viele andere Projekte, an denen ich dann also auch als Wissenschaftler involviert war. Also es gab eine ganze Reihe Projekte, die auch in den 20er, 30er Jahren hat mich das immer wieder beschäftigt, wie in der Ausstellung Welt im Umbruch, wo wir auf die neusachliche Fotografie und Malerei bzw. das neue Sehen genauer untersucht haben. Vielleicht ist der Unterschied der zwischen dem, was Schmoll, genannt Eisenwert, gemacht hat und was mich jetzt irgendwie beschäftigt hat, eher liegt vielleicht darin, dass er vor allen Dingen diesen Ausgangspunkt des Mediums Fotografie für die Malerei versucht hat, genauer zu fassen und zu definieren. Für mich war eigentlich sehr viel stärker nochmal dieses Medium Fotografie, mit welcher Selbstverständlichkeit es eigentlich in Werk- oder Arbeitsprozessen eingesetzt worden ist und wie es jetzt letztendlich auch die künstlerische Wahrnehmung verändert hat. Und natürlich auch die Transformation und auch die Wechselbeziehung, die ja auch umgekehrt, also von der Malerei, der Druckgrafik ausgegangen sind auf die Fotografen. Also diese sehr komplexen und auch manchmal gar nicht so einfach nachzuvollziehenden
Prozesse. Das ist ein Thema, das ich auch bis heute nach wie vor spannend finde und was auch immer wieder in Ausstellungen präsentiert worden ist. Also zuletzt ja Vorbilder, Nachbilder, als wir die Fotosammlung der ehemaligen Königlichen Akademie von Berlin, also der jetzigen Universität der Künste, genauer unter die Lupe genommen haben. Also dieses fantastische Archiv mit Karl Blossfeld, Ottmar Anschütz und vielen anderen mehr oder weniger bekannten Fotografen, wie das dann auch tatsächlich im Akademiebetrieb eingesetzt worden ist. Und man erlebt dann eben auch wirklich Paradoxa, nicht? Dass eigentlich ein sehr konservativer Akademiedirektor wie Anton von Werner sich zum größten Förderer der Fotografie in Berlin emporschwingt und wirklich dafür sorgt, nicht, dass also große Mengen an Originalfotografien von Edward Muybridge angekauft werden, damit eben auch diese eben als Lehrmittel zum Einsatz kommen. Also insofern ist das ein, glaube ich, ein sehr verbindendes Element zwischen uns. Schmoll hat ja einen starken fachlichen Bezug hier zum Münchner Fotomuseum. Er war, glaube ich, auch im Kuratorium. Ja. Außerdem war seine Frau hier Oberkonservatorin. Kann man sagen, dass er stark und deutlich ins Fotomuseum hineingewirkt hat, sozusagen vom Rand eine starke Kraft in die Mitte auch entwickelt hat? Ja und nein. Also es ist halt so, wir haben immer wieder auch uns ausgetauscht über einige Fotografen wie Peter Kietmann, wie Toni Schneiders, also die natürlich auch mit ihm eng verbunden waren durch die Zeit der Fotoform und subjektiven Fotografie. Und das hat natürlich schon den Impuls gesetzt, auch zum Beispiel eine Toni Schneiders-Retrospektive auszurichten oder auch damals die umfangreiche Ausstellung mit Peter Kietmann zu planen. Aber mal davon unabhängig fand ich auch diese beiden Fotografen auch irgendwie selber schon faszinierend. Es war so, dass wir uns häufiger ausgetauscht haben, aber ich muss auch sagen, ich fand es auch wichtig, solche Einflüsse nicht zu groß werden zu lassen, sondern eben auch den eigenen Pferden nachzugehen. Und da gab es dann natürlich schon noch Differenzen, zum Beispiel auch eine ganze Reihe von zeitgenössischen Fotografen, glaube ich, für Adi Schmoll jetzt nicht so nahe lagen wie Silke Grossmann oder Jürgen Teller oder Joachim Brohm, um jetzt nur also wenige zu nennen, die jetzt aber schon an einem ganz bestimmten Punkt in der damaligen Zeit dieses Medium verändert haben und bestimmte Grenzen aufgelöst haben, also bei Brohm zum Beispiel eben den Begriff der Industriefotografie neu definiert haben, nicht? Also als eine Archäologie der Industrie, oder bei Jürgen Teller, nicht? Der autobiografisch sehr subjektiv Mode und sein Leben miteinander zu verquicken. Und das sind alles so Elemente, die fand ich selber sehr spannend, weil das Fragen waren, die mich auch persönlich sehr bewegt haben, und deswegen sind die dann eben entstanden. Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, lieber Herr Pohlmann, 30 Jahre Münchner Fotomuseum unter Ihrer Leitung. Doppelt so lang wie Dietmar Albrecht. Ja, oh Gott. Und Sie haben relativ jung hier angefangen. Die Musealisierung der Fotografie ist in diesen 30 Jahren maßgeblich vorangeschritten. Vielleicht einfach mal ein paar Zahlen dazu. 1991 haben Sie selber die Sammlung auf 500.000 Objekte beziffert. Ich glaube, mittlerweile sind es wohl über 850.000. Das Museum besitzt jetzt die größte Sammlung von Fotos aus Deutschland im 19. Jahrhundert und hat damit den Ruf, einer der besten Sammlungen Europas zu sein. Und unter Ihrer Leitung sind, glaube ich, sagen Sie es gerne, wenn Sie es ganz genau wissen, aber in jedem Fall über 30 Archive und Nachlässe ins Fotomuseum eingegangen. Wie fühlt sich so eine Dimension eigentlich an? Ja, irgendwie erschlagend auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich muss auch sagen, sie hat mich eigentlich während der Zeit auch in den Zustand permanenter Überforderung gesetzt, weil man natürlich versucht, diese Archive auch habhaft zu werden und habhaft insofern zu werden, dass sie inventarisiert, digitalisiert werden, dass sie auch recherchiert werden. Also es ist eigentlich eine Sisyphus-Arbeit, die auch mit diesem doch verhältnismäßig kleinen Mitarbeiterstab, den wir jetzt hier haben, gar nicht zu leisten ist. Und ich finde, das Quantitative ist gar nicht so wichtig. Weil jedes Archiv erfordert einfach eine sorgfältige,
ja, Bearbeitung. Und wenn man es jetzt auch öffentlich macht, dann möchte man irgendwie nichts Halbgares zeigen, sondern man spürt ja schon auch in der Beschäftigung mit einem Lebenswerk, also wo vielleicht die biografischen Brüche liegen, wo die Veränderungen zu konstatieren sind. Es gibt auch manches, was einen einfach stärker interessiert, wo man dann also noch tiefer gräbt und auch mehr Fragen noch einfach parat hat. Also für mich ist es, wenn ich jetzt so zurückblicke, eigentlich fast eine Tätigkeit gewesen, die atemlos vonstatten ging. Also es war eigentlich ein Projekt, folgte dem nächsten, und ohne dass ich das jetzt eigentlich so als besonders belastend empfunden habe, sondern eher, ich habe einfach nur gemerkt, es gibt einfach sehr viel zu tun, und auch die Neugier hat mich ehrlich gesagt immer angetrieben, immer wieder auch neu dazuzulernen und auch neu zu forschen. Also rückblickend denke ich, dass manches gelungen ist, manches leider auch unerfüllt geblieben ist. Also ich hätte zum Beispiel sehr gerne, und das war auch damals ein Vorschlag an die Kulturreferentin in den 90er Jahren, ein wirklich umfangreiches Budget, es waren damals 250.000 im Gespräch, um wirklich kontinuierlich zeitgenössische Fotografie zu erwerben. Und so ist es eben so, dass wir heute jetzt mit einem Budget von 10.000 Euro, einem Jahresbudget auskommen müssen, und dass natürlich alles, was hier zusätzlich noch an Mitteln eingesetzt wird, das muss erwirtschaftet werden. Und zwar nicht jetzt so, dass wir das durch Katalogverkäufe oder durch Eintritte erwirtschaften, sondern man muss eben bei den entsprechenden Stiftungen und Geldgebern entsprechend vorstellig werden, um auch diese Summen zusammenzubringen, um überhaupt Ankäufe stemmen zu können. Insofern waren da auch die Möglichkeiten begrenzt. Und das muss ich sagen, das bedauere ich, weil ich finde, dass viele der Zeitgenossen, mit denen ich auch verbunden gewesen bin oder auch immer noch bin, von denen hätte ich gerne mehr Arbeiten erworben oder überhaupt manchmal arbeiten. Aber da gab es einfach auch Grenzen, die ja auch dann irgendwie über die eigenen Kräfte gingen. Ne? Man hört da jetzt schon wirklich auch ein Bedauern raus in Bezug auf die zeitgenössische Fotografie. Sie ist ja im Programm nicht wirklich sehr stark gewesen. Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie gesagt, ich mache jetzt einen Verteilungsschlüssel oder ich gehe intuitiv vor? Also das war sehr unterschiedlich. Also zum Teil hat sich das ergeben, wenn ich zum Beispiel an die Ausstellung mit Bernd und Hilla Becher denke, die Industrielandschaften. Da war es zum Beispiel so, dass wir auch zeitgleich geplant hatten, eine Ausstellung zur Geschichte der Industriefotografie, die wir dann Industriezeit genannt hatten, wo man also von den frühesten Daguerreotypien eben bis zur zeitgenössischen Position in Buch- und in Printform Arbeiten gezeigt hat. Also da gehörte dann William Eugene Smith mit dem Minamata-Projekt genauso mit dazu, wie eben schon der erwähnte Brom. Es ist so, manches hat sich auch im Zusammenhang mit der Gesamtprogrammatik des Hauses ergeben. Also wenn jetzt bestimmte Ausstellungsthemen gesetzt waren, dann hat man auch versucht, da irgendwie komplementär zu denken und eben auch Projekte umzusetzen. Mir war aber immer wichtig, dass, also weil mir wirklich auch aufgefallen ist, auch im akademischen Betrieb, aber auch generell beim Publikum, dass man sehr stark auch aus dieser enormen Bilderflut auch wirklich nur wenige Positionen, auch zeitgenössische Positionen wahrgenommen hat, dass man eben auch wirklich ein umfassenderes Bild der Fotografie zeigt. Also das heißt auch, dass man das Medium im 19. Jahrhundert präsentiert. Also dadurch haben wir eben die Sammlung Siegert erworben, die tatsächlich einen fantastischen Überblick gibt, also über die Fotografie in Deutschland in dieser Zeit, auch von ausländischen Fotografen, die hier tätig waren. Und da war es dann doch interessant zu beobachten, dass das Publikum sich sehr davon angesprochen gefühlt hat. Und wir also zum Beispiel bei diesem Katalog schon während der Ausstellungsdauer nach wenigen Wochen in die zweite Auflage gehen mussten. Während ich dann manchmal, also ich weiß noch, als wir die allererste Ausstellung mit dem Titel wirklich realisiert hatten mit Eva Leithoff, Jochen Lempert und Armin Smailovic und anderen, dass da der Katalog also bleischwer in den Regalen lag, wo dann kurioserweise dann das Interesse doch nicht so groß war, obwohl wir mit Michael Altén einen sehr guten Autor hatten und auch die Ausstellung interessant war vom Konzept her. Man kann das ja manchmal nicht so vorhersehen, und ich glaube, was man vermeiden sollte, ist auch
dieses Quotendenken. Also natürlich sind Museen zu einem gewissen Grade auch wirtschaftliche Unternehmen oder Betriebssysteme, und auch ein städtischer oder staatlicher Kämmerer sieht es natürlich nicht ungern, wenn auch Einnahmen zu verzeichnen sind. Also es sollte nie ein Programm sein, das sich elitär nur an die Happy Few jetzt richtet, sondern natürlich sollte es auch ein größeres Publikum immer erreichen, aber eben auch im Kontext einer Aufklärung über das Medium. Also ich habe das Museum auch immer so ein bisschen so als eine Art Bastion gesehen, als eine Art Freiraum, in der man Freies von den jetzt auch ständig an uns heranbrandenden Bilderfluten und auch den ja zum Teil auch sehr unbewusst wahrgenommenen Bildermengen, also ein eher analytisches Verhältnis zur Fotografie gewinnt. Also das war für mich immer so eine der Maximen, dass man neben diesem aufklärerischen Moment auch bei dem Besucher vielleicht das Gefühl erzeugt, dass man anders rausgeht, als man reingegangen ist, und zwar im positiven Sinne, ne? Ja, mir ist das so gegangen in der Ausstellung Vorbilder, Nachbilder. Sie haben sie vorher schon erwähnt, die Schausammlung der Universität der Künste Berlin 1850 bis 1930, unglaublich phänomenal. Man blickte da auf die Anfänge der Fotografie und hatte den Eindruck, es steht in so klaren und ja wirklich unverbrüchlichen Fasern, die in unsere Hier- und Jetzt-Zeit hineinreichen. Unglaublich faszinierend. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Ausstellung, die Ihnen nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern auch ein bisschen Sie auf den Punkt bringt mit Ihrem weiten Blick in die Kulturhistorie der Fotografie. Ja, die Kulturgeschichte des Mediums interessiert mich auch wirklich brennend bis heute. Also ich finde auch nicht, dass die Lösung ist, dass man nur eine Kunstgeschichte der Fotografie schreibt. Also natürlich ist die Fotografie mit der Kunst immer eng verbunden, aber wichtig ist doch eigentlich auch zu fragen, was macht das Medium mit uns und welche Funktionen nimmt es auch ein in der Gesellschaft? Also allein wenn ich an das Phänomen der Erinnerung denke, also gerade Erinnerung ist etwas, was so fundamental ist, und wir hatten jetzt gerade in Paris auf einer Tagung, kam nochmal die Sprache, also auf diese wenigen Fotos, die George D.D. Übermann zum Anlass genommen hat, um eben über diese Erinnerung der Lager zu schreiben, wo man dann eben merkt, wie wichtig es ist, erst einmal solche Quellen, solche visuellen Quellen zu sichern, sie also auch als Memento Mori und aber auch eben als, wir sind ja auch als Warnung zu nehmen, ohne sie jetzt zu funktionalisieren. Sie zeigen ja etwas in einem Moment fixiert, was weit über den eigentlichen Moment hinausgeht. Also man kann eben wirklich, das hat Didi Übermann ja gezeigt, an wenigen Fotografien eine ganze Kulturgeschichte des Erinnerns, mit dem besonderen Fokus natürlich auf die Shoah und auf das Vergessen und auf dieses unglaubliche Spannungsverhältnis zwischen Vergegenwärtigung und Verdrängung richten. Das finde ich wirklich faszinierend, und das finde ich auch bei so Gebrauchsweisen wie mit dem bildjournalistischen Fotografie spannend. Also wie tatsächlich dieses Medium auch politisch wirken kann, aber auch bei anderen Genres, auch bei der Modefotografie ist immer wieder interessant zu sehen, also welche Rhetoriken bedient sich die Modefotografie, um Körperbilder zu erzeugen. Nicht? Welche Genderpositionen werden da überhaupt wirksam? Das ist eigentlich es ist alles drin in den Bildern. Man muss es nur zu lesen wissen. Und da hoffe ich, dass wir vielleicht ein paar Lesarten dem Publikum auch mitgegeben haben. Auch durch die Publikation natürlich. Jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Gegenwart, beziehungsweise schon auch in die Zukunft. Die Sanierung der Gebäude hier am Jakobsplatz steht ja schon sehr lange an. Sie steht jetzt auch bevor. Und gegenüber der Süddeutschen Zeitung haben Sie im Jahr 2014 die Befürchtung geäußert, dass die Sammlung Fotografie ihre eigenen Ausstellungsräume verlieren könnte. Ist diese Gefahr Ihrer Meinung nach immer noch gegeben? Ja, ich denke schon, denn die Planung ist eigentlich im Augenblick darauf ausgerichtet, dass es keine festen Areale mehr für die Fotografie gibt. Wenn es eine Plattform für die Fotografie zukünftig gibt, dann wird sie kleiner sein. Das finde ich auch bedauerlich, und das ist natürlich auch der Neukonzeption der Dauerausstellung und überhaupt des Hauses dann geschuldet.
Dieser Umbau wird ja auf der einen Seite erstmal rein äußerlich mehr Platz bringen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch viel Platz verlieren durch die ganze Technik, die ja auch entsprechend eingebaut werden muss. Also die vielen Kabelrohre, die entsprechend für den Zugang zum Netz überall sorgen. Auch das ist natürlich eine Begleiterscheinung, die jetzt nicht nur uns mehr Platz verschafft, sondern wir werden auch durch die Klimatisierung Räume verlieren. Und ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich eine andere Idee für das Haus hatte, auch für die Fotografie. Und es gab auch Gespräche in der Zeit, wann war das, 2012, 2013 oder 2014, wo ich wirklich mir vorstellen konnte, dass wir uns aus dem gesamten Verbund des Münchner Stadtmuseums herauslösen, zusammen mit dem Film, und sozusagen eine eigene Institution bilden, die gerne natürlich mit dem Münchner Stadtmuseum liiert ist, aber eben einfach mehr Möglichkeiten hat, wie das zum Beispiel in Lausanne oder Winterthur der Fall ist, um eben eigene Ausstellungen zu organisieren und eben auch eine eigene Programmatik stärker zu verfolgen. Die Stadtmuseen sind ja in den letzten Jahren immer mehr in Defensive geraten. Das hängt damit zusammen, dass sie auch, dass das von ihnen verlangt wird, dass sie sowas wie ein Abbild der modernen Stadtgesellschaft sind vor Ort. Und wir haben so eine Tendenz zur Lokalisierung. Also auf der einen Seite gibt es eine sehr starke Fokussierung auf das, was jetzt hier irgendwie in der Stadt gerade passiert und was hier auch das Anliegen ist. Auf der anderen Seite soll man natürlich auch so über die Ränder hinaus gucken. Ich habe erstmal gar nichts prinzipiell gegen so eine Perspektive, aber ich finde, es gibt auch viele Ebenen, die unabhängig von so einer Ausrichtung einfach da sind und die auch durch die Sammlung gegeben sind und die durch das Medium als solches schon auch vorgegeben sind. Also ich kann die nicht irgendwie nur auf den Bereich München herunterbrechen. Es ist mir zu viel dann doch Nabelschau und ein bisschen diese ewige Situation mit München, dem Millionendorf. Ich denke, dass ein Institut oder, nein, anders formuliert, eine Sammlung dieses Umfanges und das ja nun jetzt nicht nur diese verschiedenen Archive beheimatet, sondern auch eine umfangreiche Fachbibliothek mit vielen Rara-Publikationen, also aus dem 19. Jahrhundert, genauso wie aus der Zeit des Neuen Sehens, wo das Fotobuch auch als solches auch immer ernst genommen worden ist und auch als eigener Bereich gesammelt worden ist. Dass so eine Sammlung in anderen Städten sofort ein eigenes Haus bekommen würde. Und natürlich, das ist mir zum Beispiel nicht gelungen, diese Frage in diese Richtung zu entscheiden, weil natürlich auch das integrative Modell, also mit anderen Sammlungen vor Ort, also ob das die Mode, die Gemäldesammlung, Schaustellerei und Puppentheater, natürlich auch Chancen birgt. Also weil wir auf die Art und Weise auch Kooperationen eingehen können und ein Zusammenwirken schaffen, was man nur auf die Fotografie zurückgezogenen Positionen nicht so einfach tun kann. Aber mittlerweile hat die Sammlung eben doch auch eine Größe erreicht und ich denke auch eine Qualität, dass man durchaus ohne die anderen Abteilungen überleben könnte. Aber das ist jetzt nicht mehr in meiner Macht, das zu entscheiden. Es kann auch sein, dass sich das auch nochmal ausdifferenzieren wird, denn ich darf nochmal daran erinnern, als das Museum gegründet wurde, da hieß es, wie Sie vorhin auch richtig gesagt haben, Foto- und Filmmuseum. Und es gab dann Ende der 70er Jahre eine Trennung zwischen Foto und Film, weil eben das Filmmuseum zum Beispiel auf eine Dauerausstellung verzichtet hat und sich vor allen Dingen eben als Kinemathek begriffen hat. Und das ist etwas, was vielleicht auch irgendwann einmal eine Notwendigkeit ist und wenn sie vielleicht auch die finanziellen Voraussetzungen dafür gegeben sind, das ist sicherlich nicht die Jetztzeit, dann könnte man eben auch die Fotografie wieder also in ein eigenständiges Museum überführen. Sie sind jemand, der gefühlt zu 150% oder vielleicht noch mehr in der Welt der Fotografie zu Hause ist und sich ihr verschrieben hat. Das werden Sie ja jetzt vermutlich nicht gleich auf Null drücken. Was sind Ihre Pläne? Man könnte ja sich jetzt sehr gut vorstellen, bei dem, was Sie gerade ausgeführt haben, Lobbyarbeit für die Fotografie in München, da eine Stärkung herbeizugeben? Oder würden Sie weiter auch sagen, freies Kuratieren ist interessant, in jedem Fall forschen und publizieren? Was dürfen wir hoffentlich von Ihnen noch erwarten? Ja, vielleicht von allem etwas.
Also ich habe schon vor, auch weiter zu kuratieren. Und es gibt auch mehrere Projekte, die also bis 2024 umgesetzt werden sollen. Und es gibt auch mehrere Buchprojekte und auch den einen oder anderen Aufsatz, der geschrieben werden soll. Das weiß ich jetzt schon alles, ohne dass mich das jetzt, also wie jetzt im Normalbetrieb, also gleich unter Druck setzt. Die Lobbyarbeit würde mir auch eigentlich am Herzen liegen, aber man muss ja eben auch aufpassen, dass diese Lobbyarbeit nicht ein Kampf mit den Windmühlenflügeln ist, sondern dass das auch wirklich Früchte trägt. Und das tut es nur dann, wenn es einen Willen gibt und einen Willen auch der Institution, sich in diese Richtung zu bewegen. Also wenn man jetzt die Entscheidung zum Beispiel sieht für das neue deutsche Fotozentrum, das ja nach Düsseldorf wandert, dann sieht man auch, was alles schieflaufen kann. Denn es gab eine Kommission, es gab sogar zwei Kommissionen, in der ersten Kommission war ich ja auch noch tätig und in der zweiten Kommission hat man eine eindeutige Empfehlung für einen Standort ausgesprochen. Und wenn die Politik dann aber doch ganz anders handelt und also den anderen Standort bevorzugt, dann fragt man sich natürlich, ja, was soll dann eigentlich noch so eine Expertise? Denn man wirft ja auch eigene Lebensenergie in so eine Arbeit und es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie leichtfertig gesagt wird, sondern das wird ja fundiert auch und mit einer ganzen Menge von Argumenten auch unterfüttert. Und das ist natürlich etwas, wo ich auch vorsichtig geworden bin, weil ich also schon mehrmals solche Initiativen auch mit unterstützt habe und was einen nicht davon abhalten sollte, das weiter zu tun. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man so Perspektiven auch realistisch anpackt und auch weiß, also es gibt auf jeden Fall eine gewisse politische Unterstützung für das, was man tun will. Sonst ist das auch wirklich einfach verbrannte Energie, ne? Und Ihren sehr zurückhaltend formulierten Worten ist schon zu entnehmen, dass Sie einen großen Rückhalt in der Stadt München für die Fotografie momentan nicht sehen. Dem würde ich ein wenig widersprechen. Es ist schon so, dass bei der Stadt auch durchaus ein Interesse an der Fotografie da ist. Auch im Kulturreferat, auch in Form des Kulturreferenten, der durchaus auch das anerkennt, auch die Wertigkeit der Sammlung auch sieht. Aber ich glaube, dass im Augenblick allen ein bisschen die Hände gebunden sind, weil wir haben große Probleme im Augenblick, auch allgemeine gesellschaftspolitische Probleme, weltpolitische, ungelöste Konflikte, die also auf die Kulturarbeit wirklich sich auswirken. Und es gibt ja jetzt hier erst einmal diese große Baustelle des Umbaus des Münchner Stadtmuseums. Und ich kann mir gut vorstellen, und das ist alles eine Frage der Zeit, dass auch so ein Verbund wie das Münchner Stadtmuseum, das ja nun wirklich aus allen Nähten platzt mit seinen Sammlungen, irgendwann einmal zu einer stärkeren Differenzierung herausfordert. Und in diesem Prozess, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann die Entscheidung trifft, ja, vielleicht ist es jetzt einfach sehr viel sinnvoller, anstatt einer Sammlung Fotografie und Film, eine große Ausstellung, die sich mit der Migrationsgeschichte beschäftigt, hier in der Stadt, als Stadtgeschichte wiederzugeben. Und dann kommt es vielleicht zu der Entscheidung, dass man Fotografie und Film herauslöst. Aber das ist jetzt pure Spekulation und Prophesie, die jetzt auch keine feste Grundlage hat. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass das Medium Fotografie hier jetzt so nur ganz stiefmütterlich behandelt wird, sondern das wird schon auch in der Politik, auch vom Stadtrat anerkannt. Aber es müssen auch irgendwie die Sterne günstig stehen, könnte man auch formulieren, also ohne abergläubisch sein zu wollen. Ne? Es gibt ein schönes Abschiedsfoto von Ihrem Vorgänger Dietmar Albert aus dem Jahr 1990. Da ist er und seine, ich glaube damals waren es 6 oder 8 Mitarbeiter, in dieses kleine Wasserbassin im Innenhof gesprungen. Also es ist eindeutig ein Sommerfoto. Und man sieht Dietmar Albert interessanterweise als einziger im Anzug. Das ist natürlich auch so ein schönes Symbol für diese Generationenwechsel, der da stattfindet. Also als einziger im Anzug knöcheltief im Wasser stehen. Wird es von Ihnen ein Abschiedsfoto hier geben? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Es wird ein Abschiedsfoto geben, aber dieses Bild wird anlässlich der Weihnachtsfeier entstehen und es wird allerdings nicht nur mich und mein Team jetzt zeigen, sondern es wird das gesamte Team des Münchner Stadtmuseums abbilden. Was vielleicht auch so ein Zeichen dafür ist, dass wir jetzt irgendwo das integrierte Modell auch stärker leben und dass das auch eher gefragt ist.
und dass diese vielleicht auch immer wieder doch auch betonte Sonderstellung, die das Fotomuseum, also ich nenne es auch selber immer noch so, hatte, vielleicht auch mit meinem Weggang eher zu Ende geht. Lieber Herr Pohlmann, vielen Dank. Schön, dass wir sprechen konnten. Vielen Dank für Ihre Zeit und gerne. Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.